Kurie über das ganze Stadion, 50 Jahre. Das scheppert schon. Das ist halt Traditionsverein. Das hier ist Traditionsverein, ne? Auch das Duell. Was haben wir da? Ich glaube, Platz 2 gegen Platz 4 oder so in der ewigen Bundesliga-Tabelle. Das ist halt einfach nur geil. Das ist Fußball-Bundesliga, was wir hier vor uns sehen. Zeig mal her die Szene gegen Mittelstädt. Was war denn das für eine Schwalbe? Zeig mal her. Er berührt ihn aber nicht mal. Er berührt ihn nicht. Ist das lächerlich? Adeyemi, Alter. Mittelstädt macht den Fuß raus, ja. Das merkt er und hebt einfach mal aus Prinzip schon mal ab, aber er trifft ihn gar nicht. Es gibt keine Berührung. Und Adeyemi hebt trotzdem ab. Eieiei, Kerle, also. Das ist ja frech. Da war keine Berührung. Ja. Die Ultras können die auch gerne auf den Zeiger gehen. Dann kommst du halt nicht mehr. Dann hast du halt jedes Spiel Stimmung wie mit 25.000 während Corona-Spielen. Wenn man keinen Bock auf die Ultras hat. Du kriegst sie nur als Gesamtpaket. Entweder du kriegst sie halt mit dem, wo man wieder die Pyros abknipst, wo man die Choreos abknipst und wo man sagt, boah, wie geil sind die denn? Und hier eine gute Stiftung und da Adventskalender für einen guten Zweck. Aber gleichermaßen hast du eben so Aktionen. Paar Minuten schweigen, auch Eigeninteresse mal durchbringen. Auch bei mir, ne, Thema Stadionvlogs und so Geschichten, auch da schwierige Prinzipien oder einfach auch ja, sinnbefreite Prinzipien, sinnlose Prinzipien, inhaltslose Prinzipien. Aber du kriegst ja halt nur im Gesamtpaket. Ich finde es immer so einfach zu sagen, mir gehen die Ultras auf die Eier. Ja gut, dann sorg mal dafür, dass sie nicht mehr kommen. Dann brauchst du aber für die Stimmung auch nicht mehr ins Stadion gehen. So, ganz simpel gesagt. So, wenn man sagt, die gehen mir auf die Eier, dann möchte ich auch bitte keine Fotos mehr sehen von irgendwelchen Choreos und Pyro-Aktionen und sowas, ne? Oder von 8000 VfB-Fans in Dortmund. Jetzt mal so ganz, ganz simpel verglichen. Das kann ich verstehen, Alexander. Das kann ich verstehen. Und ich hätte es auch gerne anders. Mir geht das auch auf die Eier. Aber es ist halt für mich in dem Kontext kein Argument zu sagen, es läuft so gut, da muss man mal quasi alles andere ausblenden. So, ne? Klar, der Fokus ist ja auf dem Sportlichen. Auch hat man hier zum Beispiel 10 Minuten lang haben sie geschwiegen. 2, 3 Sätze, einmal Rauch hoch und danach gibt es 80, 85 Minuten lang Vollgas. So, also von dem her. Und wie gesagt, das ist mir ein bisschen zu einfach zu sagen, ey, lass doch nur beim Sportlichen bleiben. Weil wenn es halt vereinspolitisch scheiße läuft, wenn sich da 250 Fanclubs auf ein Statement einigen, dass sie finden, dass da was scheiße läuft, dann darf man das eben auch in einer guten Phase dann kundgeben und muss das auch tun. Sonst wäre es ja die Ausrede für jeden Verein, am Motto, ey, es läuft doch sportlich gut, lasst uns doch mal Scheiße bauen im Verein. So, also, das ist halt auch ein bisschen einfach. Jetzt Gerassi. Boah, Alter, dieser Junge, dieser VfB-Wechselgesang gerade in Dortmund. Junge, gefühlt wie bei einem Heimspiel. Ich höre auch gerade nichts vom BVB. Ich weiß nicht, ob es an den Richtmikrofonen liegt oder irgendwas. Oder ob die selber irgendeine Aktion haben. Aber ich höre gerade nichts vom BVB. Ich dachte vor dem Spiel, boah, jetzt wird es hier richtig, richtig krank, ne? Als wir da mitgesungen haben bei den Liedern und diese Choreo hoch und so, dachte ich, ey, jetzt ist da richtig Level drin. Aber rein am TV-Bild ist der VfB hier sogar besser zu hören. Oder besser am Start. Mit dem Auswärtsblock. Stiller wird echt, das wird echt ein Thema. Also, dass der da seit da, was weiß ich, 5. mit Gelb rumläuft und der ja quasi am Ende des Tages gerade quasi der Anton-Ersatz ist, da hinten drin, Stiller, ist auch vogelwild. Jetzt führe ich. Ne, Mittelstädt ist es, flankt das Ding rein. Oh, Gerassi. Gerassi. Mit ein bisschen mehr Glück. Wenn die Flanke ein ganz kleines bisschen anders kommt, ist er genau richtig. Ah, der war nicht rechtzeitig da. Der konnte nicht mehr mit dem vollen Kopf treffen, nur noch so Streifen. Wenn der dann mit dem vollen Kopf hinkommt, kann er wirklich direkt aufs Tor bringen, das Ding. Geile Flanke, Mittelstädt. Die erste Halbchance, sag ich mal, im Spiel. Sancho, auch wieder alle wach. Karasor, stark abgestoppt, das Ding. Führe ich in Richtung 16er, kriegt nicht durch. Schade. Schade, Einwurf. Aber genau so funktioniert es halt, ne? Hoher Ballgewinn. Karasor natürlich auch wieder ultra clever, nicht überhastet gespielt, draufgestanden, gewartet. Gut, jetzt ist er aus dem Weg, jetzt kann ich den Ball frei durchspielen. Da ist eine Sicherheit drin, eine Coolness drin. Das ist halt wirklich einfach speziell.
Sonst stehst du ja auch nicht auf Platz 3, ne? Ist ja auch klar. Das ist halt immer wieder hervorzuheben, auch wenn es für uns ja quasi in irgendeinem Anführungszeichen Normalität geworden ist, dass die Jungs da so einen Fußball runterspielen. Aber das ist schon weiterhin der ziemliche Vollwahnsinn, was man sich hier angucken darf, ne? Im positivsten Sinne. Was mir natürlich ein bisschen fehlt, sind ja klare Chancen. Ich fand, wir waren ein paar Mal öfter vorm Tor. Diese eine Halbchance von Gerassi, der eine Kopfball, mehr war es aber halt auch nicht. Boah, Adeyemi frei durch. Oh, Nübel, Alter! Nübel, Junge! Da kommt ein Nübelgesang sofort wieder. Geil, Mann! Lange stehen geblieben. Ballverlust von Mittelstädt. Ein langer Ball, Adeyemi geht vorbei, weil dann auch, wer ist denn das? Leveling ausrutscht, glaube ich. Ja, Wagnermann ausrutscht. Stolpert auch. Fasst Adeyemi nochmal an. Zum Glück hat er nicht komplett durchgezogen, sonst wäre wahrscheinlich gefallen. Rote Karte und dies, das, ne? Boah, und dann aufs kurze Eck wollte und da ist er unten. Da ist er unten. Torwartgrätsche ist er unten. Hatten. Bockstark, Nübel. Bockstark, Nübel. Auch eine absolut überragende Reaktion auf diesen einen Fehler da halt mal gegen Heidenheim. Wie gesagt, fand ich jetzt auch nicht schlimm. Der hat die Saison bisher überragend gespielt. So. Die zweitmeisten weißen Westen in der Bundesliga hinter Radetzky so. Aber so dann wieder reinzukommen mit der ersten richtig sichtbaren Parade in diesem Spiel. Oder gut, einen hat er auch schon mal rausgeholt aus der Ecke, aber die erste richtig große Parade. Frei Adeyemi auf ihn drauf. Mit dem Selbstbewusstsein runtergehen, das Ding noch entschärfen. Das war ja quasi ein 100%ige für Adeyemi. Absolut geile Reaktion auf eben dann so ein unglückliches Spiel, sag ich mal, gegen Heidenheim von Nübel. Führich fängt ab. Jetzt ein guter Ball. Jetzt find ein. Reingelupft. Leveling! Bruder, was ein Abschluss. Also, ich glaube, ich hätte den genauso auch genommen. Hätte gedacht, geil, nehme ich jetzt die Volley, lange Ecke drin. Eines Tages trifft man überhaupt nicht, hüpft noch dreimal auf und geht ja komplett eindeutig am Tor vorbei. Aber ich bin halt auch kein Profifußballer, deswegen, ich habe da schon ein bisschen mehr erhofft bei dem Abschluss gerade bei der Situation. Schön hochgelupft, keiner ist auf ihn drauf, dann kann er warten, überlegen, wie nehme ich ihn. Ja, schon schade, da wär mit mehr drin gewesen wahrscheinlich. Stiller fängt das Ding ab. Jetzt musst du halt irgendwie gucken, dass du konterst. Jetzt vielleicht, bring den Ball durch! Gerassi. Leveling kommt mit. Gut, in Unterzahl, aber vielleicht kann er die Flanke anbringen. Gerassi! Ja, Mann! Ja, Mann! Ist das eiskalt, Mann! Ist das eiskalt, Mann! Boah, der Typ, Alter! Der Typ, Alter! Ist das gestört, Mann! Ist das gestört, Mann! In Unterzahl auf wieder hin! Leveling, perfekt, der scharfe Ball zurück. Der nimmt ihn direkt in den Knick rechts oben rein. Als würde da ein, was weiß ich was stehen, ein Kane stehen, ein, was weiß ich was stehen. Gut, Kane, schlechtes Beispiel, ne? Auf 94 Minuten ist er besser sogar als Kane. Schießt mehr Tore pro 90. Alter, ist das eiskalt. Leck mich am Arsch, ist das eiskalt. Ballgewinn, Stiller. Hoch, Gerassi. Zieht Undav. Führig war das. Der spielt ihn durch. Wieder Gerassi. Undav zieht ein paar Leute auf sich da nach hinten. Leveling hat rechts richtig viel Platz. Und da läuft keiner mit. Keiner reilt diesen Gerassi-Lauf. Das ist ja auch gestört. Alle gucken nur zu. Gut, der war nicht direkt in den Knick. Kobel lenkt ihn in den Knick, war einfach viel zu stark geschossen. Keiner rallt diesen Gerassi-Lauf. Du siehst kurz davor, bevor der Ball kommt, wie ein Schlotterbeck sich nochmal perplex nach hinten umdreht. Warte mal, ist da vielleicht einer? Das ist auch wirklich nicht so das optimale, ja, Abwehrverhalten von Dortmund. Aber Alter, wie eiskalt ist der Mann? Wie eiskalt ist der Mann? 65. Du führst mit 1:0 bei Borussia Dortmund. Alter, dieser Verein. Ja, leck mich fett. Direkt auch im Wechsel. Es kam jetzt ein Matcher für Brand bei Dortmund. Wir haben jetzt, weil es Wolf Fuß gerade sagt, 60 Punkte. Wir sind gerade punktgleich mit dem FC Bayern München. Dicker. Boah. Und direkt eine gute Chance von Füllkrug. Kopfball aus kurzer Distanz drüber.
Flanken ist halt der Weg, ne? Weil Sturridge ist, glaube ich, auch nicht der größte, Schiller sowieso nicht. Ich glaube, Dortmund wird ein paar Flanken reinkloppen. Davon dürfen wir, glaube ich, auf jeden Fall ausgehen. Aber wie eiskalt ist der scheiß Gerassi? Wie eiskalt ist der? Das ist so gestört. Der kriegt eine Szene im Spiel, zack, drin. Gut Nacht, so. Ne? Ist halt mein Job so mäßig. Auch sein Torjubel immer, ne? Dieses coole Weggejogge erstmal. Ist halt mein Job so, ne? Wie, so, wer es mal gesagt hat? Balotelli war es, der gesagt hat, der Postbote zelebriert oder jubelt auch nicht, wenn er einen Brief abgibt, so. Zu irgendwelchen ruhigeren Torjubeln von ihm. So ist auch Gerassi mäßig. Wir führen in fucking Dortmund. Boah, Leveling macht so ein geiles Spiel, Alter. Leck mich am Arsch, macht der ein geiles Spiel. Statue. Scharfe Flanke rein, da ist ein Undaff! Oh. Was eine Flanke von Leonidas. Was eine Flanke von Statue. Junge, 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 Junge. Mittelstädt. Ja, spannender Ball auf Undaff. Der kommt durch damit! Oh mein Gott! Da hätte er einmal den Ego-Trip machen müssen. Da hätte Undaff einmal den Ego-Trip machen müssen. Hätte er selber abschließen müssen. Will ihn zurücklegen auf Gerassi und damit rechnet Dortmund halt, ne? Ach, schade, Mann. Wenn er da selber abzieht. Der schuckt Mittelstädt zur Ecke. Na super. Na super. Gleich die 80. Sancho bringt das Ding rein. Och, du heilige Scheiße! Alter. Ich habe gerade quasi dieselbe Pose, die Schlotterbeck auch gerade hatte. Die Ecke kommt. Schauen wir mal rein. Die kommt. Wer ist denn das da hinten? Ein Matcher, glaube ich sogar. Nübel ist stark. Ist tief unten, hält das Ding. Nübel heute schon ein, zweimal top gehalten. Und dann steht Schlotterbeck 2,5 Meter frei vom Tor. Und klar, ist halt immer der Klassiker, ne? Den musst du machen. Aber der Ball kommt von Nübel raus. Er kann nichts anderes machen, als einen Fuß hinzuhalten. Und es ist halt drüber. Natürlich muss der rein, aber es ist halt auch keine richtige Schussbewegung, weißt du? Es ist halt nicht so ein Ding, wo du mit Anlauf gehst und irgendwie das Ding richtig reintrischst, sondern halt wirklich einfach nur Fuß hingehalten. Und dann spielt da vielleicht auch manchmal die Physik oder was auch immer da ein bisschen ein Streich. Das Ding ist drüber gegangen. Eindeutig drüber, zum Glück. Deswegen, das Spiel ist nicht durch. Das Spiel ist nicht durch. Ja, auch mal überlegt geklärt das Ding. Jong bringt den Ball ganz hinten durch auf Silas. Kriegt ihn durch auf Gerassi. Bruder, was war denn das? Alter, der muss rein. Alter, Gerassi. Komplett frei vom Tor. Der spielt hier runter, als wäre Minute 5. Wie kannst du da nochmal so einen Ball abgeben? Dreimal einen Ball vorbeihacken. Aber zum Glück war die scharfe Flanke rein von Sancho ziellos. Zeit ist eigentlich vorbei. Nübelabstoß. Er pfeift ab. Wir haben mit Dortmund gewonnen. Ein glücklicher Undaff. Wir haben bei Dortmund gewonnen. Wir haben in Dortmund gewonnen. Es gibt weiter Beef. Can hat noch nicht genug mit Leveling. Alter, der VfB steht auf 60 Punkten. Oh, wie geil ist das denn? Wie geil ist die Aufnahme bitte? Ein Undaff kurz vor Abpfiff dreht sich Richtung Kurve, macht wieder den hier. Ey, ich will euch hören. Dann Abpfiff, er rennt rein. Kauf den Mann. Ich gebe auch Geld dazu. Wenn es an 5 Euro liegt, ich gebe dazu. Ist das der Wahnsinn? Ich versuche es auch wie immer hier, wie immer, so nüchtern wie es nur geht. Obwohl, scheiße Fazit, die Jungs stehen gerade vor der Kurve. Da ist ja Fazit mal so dermaßen scheißegal. Die Jungs stehen vor der Kurve, das ist wichtig. Die Jungs stehen vor der Kurve. Boah, nach all der Scheiße geht's auf die Reise. Scheiße geht's da ab, Junge. Dortmund eingenommen. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich erstmal auch nicht viel mehr aus mir rausbekommen, als ein, die haben da wirklich gewonnen. Haha, Matthäus, Junge, so eine scheiß Legende, Alter. Ihr habt doch ein leichtes Heimspiel gegen die Bayern. Junge, Matthäus ist so eine unfassbare Legende, Alter, ohne Witz. Was für eine Legende.
Ah, Junge. Matthäus, ey. Der VfB hat auch noch ein leichtes Spiel gegen die Bayern. Oh, ist das herrlich. Das ist krass. Die gewinnen in Dortmund. Die gewinnen in Dortmund. Alter, es wär's das Normalste der Welt. Es wär's das Normalste der Welt. Also, ich mache das Spielfazit, während Nübel hier labert. Spielfazit von mir, jetzt mit ein paar Minuten Abstand auch ein bisschen runtergekommen, wie gesagt, verarbeiten und verstehen und so weiter und so fort, was hier gerade passiert ist, wird ein paar Tage dauern, wird eine Weile dauern, aber wir gewinnen Dortmund, das ist ja vorneweg. Erste Halbzeit war sehr, sag mal, taktisch geprägt, sehr von der Vorsicht geprägt, dass du halt keinen dummen Fehler machst und sowas. Hat es eine Riesenchance von Adeyemi, die Nübel bockstark gehalten hat. So eine Halbchance von Guirassy mit seinem Kopfball. Zweite Halbzeit Dortmund ein bisschen mehr dabei, ein bisschen mehr Ballbesitz. Ich meine, wie gesagt, für die war ja auch noch mehr der Druck drauf, hier noch mehr gewinnen zu müssen als wir. Wie gesagt, ich habe ja auch unentschieden getippt davor. Sogar uns mal unterbewertet. Sonst tippst du immer zu hoch für deinen Verein. Jetzt tippe ich mal auf den unentschieden, die gewinnen hier sogar. Deswegen war der, glaube ich, die Erwartungshaltung oder der Anspruch bei Dortmund ein bisschen höher, eben auch wegen dem Abstand noch. Ja, zweite Halbzeit hattest du auch Dortmund ein paar mehr Chancen. Dann dieses eiskalte Ding von Guirassy. Leveling starke Leistung, Mittelstädt starke Leistung, einen Nübel und so weiter. Hier ist eh sowieso quasi keiner abgefallen, alles bockstarke Leistungen. Deswegen geil zurückgelegt, Guirassy mit dem direkt nicht haltbar für Kobel ist dran, lenkt einen Winkel rein, 1-0, Eskalation pur. Danach, klar, Dortmund die Riesen noch ein paar Chancen gehabt, sind angelaufen, so ist es halt, weil die hinten gelegen sind, ist ja klar. Und dann, ja, dieses Riesending von Schlotterbeck zum Beispiel darf man auch mal machen, sag ich mal so. Da aus 2,5, 3 Metern noch ein Kopfball hier, ein Kopfball da, die aber alle recht safe geholt wurden von dem Nübel. Und dann natürlich bei uns auch noch eine große Chance mit Guirassy in einem Konter, wo den Ball einfach drüber kloppt, statt ihn halt einfach normal aufs Tor zu bringen. Das ist auch das, wo ich am Anfang, gut, gegen Ende hast du eh Nerven. Da bist du eh ein Nervenkostüm gegen Ende vom Spiel, wenn die dauerhaft anlaufen, hier eine Ecke, da eine Flanke, da sowieso, ne? Deswegen am Ende ja auch leicht höhere Expected Goals. Und es wäre sicher auch verdient gewesen, dass sie hier einen Punkt holen, Dortmund, ne? Ist ja auch klar. Aber sowas muss halt durchstehen, gerade in Dortmund auch durchstehen als Auswärtsmannschaft. In dem Sinne eben wir als VfB. Und da war es mir ein bisschen zu einfach mit umgegangen mit den Chancen. Guirassy hat eine geile Chance, klatscht den drüber. Jong hat eine Schussposition, klatscht den drüber. Dann hier mal einen Ball irgendwie halb gar abgegeben am Mittelkreis, dass Dortmund doch nochmal nach vorne kommt und doch nochmal ein scharfer Ball reinkommt. Das hat mich da ein bisschen genervt. Hat nichts passiert, ne? Hat quasi, ja, wurde nicht bestraft, sag ich mal. Aber ey, was willst du noch sagen? Die Jungs haben in fucking Dortmund gewonnen. 1-0 dort. Wir stehen auf 60 Punkten. Punkt gleich mit den Bayern. Nur wegen Torverhältnis auf Platz 3. Dortmund jetzt auf Platz 5 runter. Wegen Torverhältnis. Punkt gleich mit Leipzig. 7 Punkte haben wir auf die. 7 Punkte auf Platz 5. Auf den ersten Nicht-Champions League-Platz. Das ist ein Brett. Nächste Woche Frankfurt und so weiter und so fort. Das ist ein Riesensieg. Das ist auch wieder ein Reifeprozess. Das habe ich gar nicht angesprochen, muss ich ansprechen. Ein Angelo Stiller spielt 90 Minuten eine Masterclass gefühlt in der Innenverteidigung neben Ito. Da haben alle einen Carasso erwartet, einen Sterchi erwartet, wie auch immer. Spielt er eine Masterclass. Sogar auch das mit einer gelben Karte ab der 5., 6. Minute, keine Ahnung. Ich sag, daneben, ich habe glaube ich schon mal hervorgehoben, aber daneben auch vor allem Leveling auffällig gut. Guirassy mit der geilen Hütte, dies, das. Haben sich alle aufgeopfert, alle mit nach hinten gearbeitet. Alles ordentlich. Du hast in Dortmund gewonnen als VfB, das ist unglaublich. Es wird ein bisschen Verdauung brauchen, im positivsten aller Sinne Verdauung brauchen. Ja, nach all der Scheiße geht's mal definitiv auf die Reise.